Moin Moin zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um eine Handyhalterung, die aus Holz gemacht ist für Aufnahmen von kleinen Filmchen. Nicht jeder kann sich eben am Anfang gleich großes Equipment leisten und von daher mit dem Handy geht es auch recht gut. Das Ganze ist aber flexibel. Man kann es auch für ein Tablet nehmen. Da muss man einfach nur den Abstand größer machen. Viel Spaß beim Schauen. Hier seht ihr jetzt die Halterung im Ganzen schon mal. Das ist unten eben, sieht man hier die ganzen Teile. Das sind die Einzelteile davon. Und das ist der Block, der alles hält. Der besteht aus 2x21 mm Siebdruckplatte. Eins davon ist einfach nur abgeschnitten unten und bei dem anderen, das ist etwas größer gewesen und da hat man nachher eine Kerbe reingemacht, damit eine Kante entsteht, wo nachher das Ganze drinnen liegt. Das sind nochmal alle Einzelteile und hier seht ihr jetzt die Stange. Da sind jetzt Hohlwanddübel mit Gewinde, die kennt ihr bestimmt, einfach nur Löcher in die Latte reingebohrt habe und dort dann eben die Dübel reingesteckt habe. Das ist jetzt die Vorderseite, da habe ich überall Löcher reingemacht und zwar immer in die Mitte. Das werdet ihr gleich noch sehen von den anderen Löchern. Damit nachher der Abstand, da seht ihr das, damit der Abstand und der Winkel überall hin verstellbar ist. Hier ist jetzt der Block, dieser Block unten, der wird einfach von der anderen Seite durchgeschraubt, wie ihr seht. Das habe ich jetzt noch nicht festgeschraubt. Das wird also festgemacht, dann kann da nachher die Halterung eingehängt werden und oben kommt sie dann nachher als Versteller dran. Das funktioniert wirklich super. Und jetzt seht ihr da die Halterung, so hängt sie nachher drinnen. Ja, und das war's. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer nähere Informationen noch braucht, kleine Zeichnung oder so, bitte eine Mail an mich. Dann schicke ich euch eine Zeichnung, eine kleine. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Sage bis dahin Tschüss und vergesst das Abonnieren nicht.